Ich meine, ist er dann irgendwie, hey, guck mal, ich habe eine Wand gespottet. Mein Führer Auch wird so eine mich. Sache, ich meine, wie weit hören sich Schüsse? Ja, das, ich meine, können wir gerne mal ausprobieren. Weiß nicht. Kurven wir so jetzt mal nicht mehr hier. Also einer ist direkt unter uns und einer ist weiter hinten. Einer ist wieder Na, unter uns. wobei, na, ja, der Gelbe, Ah der ja, da. ach, hier ist schon wieder. Ja, der macht einen Moonwalk. Ah, Und wieder ja. vorwärts. Rückwärts, vorwärts. Rückwärts, vorwärts. Der rangierte. Ja, gerade laufen So gelernt. fett war der gar nicht. Ja, das ist das Pipi beim Fliegen müssen. Jetzt ändern die auch noch ihre Routine, was soll denn das? Ja, ich weiß, sie machen das dauernd. Vorsicht, Ups, ups, treffen. ups, ups, ups. Oh, ich hab die Wand gesehen. Ja. Ja, komm her. Ja, bitte. Ich bitte dich. Beweg deinen Arsch, komm. Was machen die anderen gerade? Willst du umklären? Soll ich den kaputt machen? Weißt du was, YOLO. Ah, er geht natürlich die Leiter runter. Oh Gott. Ich wollte einfach runterspringen, aber nein, ich Ja, bin die dann nimm mir Leiter. die Leiche mit. Ja, dich vor. Genau jetzt kommt einer. Nee, nee, kommt er Da. nicht. Die haben alle Doch, der Mittagspause. kommt. Die spielen Beamten-Mikado. So. Nett. Ha! Einen schon mal Auch erledigt. ironisch, wie der Tod vor diesem Alarmgedöns liegt. Ups, Oh, ein Leute, bisschen. runter. Ah, ich habe schon wieder die Wand gesehen. Das ist so blöd. Ich meine, so weird. Huhu. Huhu. Guck, guck. Ja, den würde ich ja gerne als nächstes umbringen, aber. Meinst du, der da unten könnte ein Problem werden? Ja, der kommt genau drauf zu. Ja, deswegen, das muss Oder? sein. Hä, jetzt dreht er sich wieder um. Hä, was Und wollt ihr der denn? dreht sich wieder zur Wand um. Ja. Boah. Ich meine an für sich. Kann dieser eine jetzt hier vorne nicht zu uns laufen? Das ist ein Pisser. Ne, Mann, der hat Feierabend, der ist geistig nicht mehr da. Ja. Ah ja, das meine ich nur noch drei, das ist schön. Ich glaube, der da hinten, Was jetzt? der da hinten ist, glaube ich, gar nicht für uns relevant, glaube ich, der da. Der rechte, der ganz rechts. Ich. Achso, die mich super mega stört. Wenn man wegguckt, dann sind alle Marker weiß und man weiß nicht, wie weit sie sind. Also sie werden gar nicht orange oder irgendwie wechseln die Farbe. Naja. Ist auch so eine Ja, Sache. das ist so. Ey, das hat mich auch super. Das macht auch. Hat auch super für das, dafür dazu geführt, dafür gesorgt, dass ich einen Fehler machte. Ja. Dass ich so dachte, das ist ja noch weiß, das sehe ich doch gar nicht. Ja, markier die Mama Okay. bitte weiter. Oh, leck. Ah, Jo, ne? heute habe ich die Probleme, das ist anders. Jetzt kommen hier hinten wieder hin. Was, keine Ahnung. Dieses dumme Stück kurz einmal hin, wenn sie daherkommen. Jetzt Was soll denn läuft der das? weg. Achso, jetzt begebe ich mich endlich mal in Position und er so, nö. Jetzt gehe ich weg. Genau hinter dem einen Typen da ist, also ist Oh noch ein Gott. zweiter Typ hinterm Gitter. Oh Gott. Ja, ich seh's. Was kommt denn Jetzt jetzt hier kommt er oben? an, ne? Das ist ein Kessler. Vorhin jetzt überrascht er mich ja gleich auch noch hier oben, ne? Heftig. Wenn du kommen hier hinten hin, Mensch. Ist ja furchtbar hier mit dem. Die haben hier eine Arbeitsmoral. Ohne Spaß, wenn wir. Alter, du hast gesehen. Steck dich? Nee, nee, du hast. Ohne Spaß, wenn wir den nächsten haben, dann machen wir die anderen beiden einfach kaputt. Ich glaube, Ja. wenn man schnell genug ist, kann man echt einfach durchlaufen und die Leute kaputt machen. Ja, müsst du ausprobieren, ne? Aber in Ich meine, Anschluss. was wollen die tun? Ihre Waffe ziehen nach dir schießen? Also, Ja. ja, aber, you know. Dann hört dich halt jeder. Was, kommst du jetzt endlich mal her, ja? Ist das endlich mal so ein Ding von dir, ja? Komm, 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 Ja, ja, komm. ja, 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 fein. Ja, feiner Hund, guck Jetzt mal. wird gehackt, sagst du? Wie? Der steckt sich einfach in das Gebäude hinein. Was ist denn sein Scheißproblem? Was? Der geht einfach hier rein, der glitscht einfach durch die Wand. Was hat der denn für ein Nachtdruck? Richtig gut. Ich dachte Hat mir das so, Gebäude keine Tür oder so? es hat eine Tür, aber er macht die halt nicht auf. Können wir die Tür aufmachen? Nö, nö. Die ist einfach so da, die Oh. existiert aber nur so. Das ist sehr nice. Der hat ja vielleicht einen Arbeitstag, ey. Jetzt muss ich die Wand glitschen. Ja, er Was ein muss Arsch. jeden, er muss alle paar Minuten durch diese Wand durchlaufen. Ja, um zu gucken, ob sie noch da ist. Oh shit. So, dann kommen wir endlich mal So, du den zu. vorderen, ich den hinteren. Ja. Du musst beim vorderen mal darauf achten, dass, weil da ist ein Typ an der Wand. Oh Gott.
Haben die mal markiert. Nice. Ja, ich wollte auf den anderen, der hier angeschissen kommt, gleich auch mal das erwischen. Uhu, jetzt ist er tot. Ich mach die Schmesser, Amandako ihm. So, dann will ich kurz dieses Areal hier doppelt checken. Nicht, dass ich aus Versehen in jemanden reinschwatziere. Wo ist denn die Müll hingeschmissen? Ach da, in die Mülltonne. In den Container. Vorhin die Füße glitschen voll, kann ich durch. Ich glaube ich nicht. Was hat er gerade gesagt? Watch out for my friend here, here is der Tat. Ich sag mal, auf Deutsch hat er gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass eine tote Ratte so viel wiegt. Also ja, den habe ich auch schon mal gehört. Ja. Ja, hat er am Anfang bei mir als erstes Mal gesagt. Hui, Mann. Hattest du eine Crowbar oder nicht? Ich weiß es nicht, also unten links habe ich kein Symbol für die, wenn das noch ja, da hast du sie nicht. Nee. Das heißt, die ist irgendwann am Anfang. Ich frage mich, ob diese roten Fässer explodieren. Dann haben wir sie wahrscheinlich irgendwann am Anfang verpasst oder so. Oder sie kommt erst später, das kann auch sein. Wo ist denn hier mal eine Kiste mit Crowbar gesehen? Wir sind ja gerade nicht unter Feuer, also da kann man sich die ganzen Areale mal angucken. Ja, können wir machen. Wir sind noch nicht unter Feuer. Wo hast du denn irgendwas mit Crowbar öffnen gesehen? Hier vorne direkt. Also das sind immer diese, ja, die großen. Du hast ja grüne Kisten, die kannst du aufmachen. Ja, ja. Dann hast du grüne Kisten mit einem gelben Marker, die kannst du aufmachen mit einem Pick. Mhm. Und dann hast du diese grauen Kisten. Ja, ja. Ja, ich wusste, wie die aussehen, aber ich... Oh, da hinten ist so ein Typ an meinem Fenster. Ja, was sind du für Probleme, ey? Komm mal her, Lan, ich mach dich kaputt. Nee, ja, ich weiß nicht, was ich frag mich, ob wir einen Stealth-Bonus kriegen. Wäre cool. Das ist ja nett. Aber nicht sowas wie 5% oder so, weil Stealth in diesem Game ist ja hart. Ja. Wobei Payday, aber you know. Naja, aber ich meine, hier hast du nicht schon für Waffen. Zumindest bis jetzt noch nicht. Später wahrscheinlich, also ansonsten wäre es ja echt irgendwie ein bisschen, naja, aber ja. Es wäre interessant, es wäre ein Gameplay-Faktor. Ja. Oh, auf Anhieb. Hackerboy. Jetzt so. Lass dich nicht von hinten erwischen. Nee, nee. Am besten läufst du jetzt in irgendwen rein, weil du dachtest, wenn du denkst, dass das erste Areal leer ist. Crowbar. Nice. Es war ja auch leer bis oben. Also hier oben. Ja, aber du hast ja gesehen, wie oft die Dinger alteriert werden. Ja. Ah, hier ist noch. Hey, noch mehr Munition und Munition. Ja, hier drin ist auch nochmal so eine Crowbar-Kiste des Todes. Kann man so ein Messer eigentlich werfen? Nee, ich also mit Rechtsklick nicht. Oh, hier ist ein Anhänger. Ist meine Facebook-Nachricht bekommen. Vielleicht das müssen wir noch hinzufügen. Das wäre doch mal ein Hammer-Skill, sein Messer werfen zu können. Das gab's noch in so einem anderen Spiel, was ich gespielt habe, das war voll nice, aber das Messer werfen wiederholen, ne? Oh, ja, aber ich meine, das wird ja sogar im Intro gezeigt, wo vor den Gasmasken. Ja, es waren sogar unsere beiden Charaktere, glaube ich. Zu dem Gas. Vorsicht da vorne. Ja, ja. Zu dem Gasmaskentyp Typ wurde ja ein Messer rübergeworfen von einem Hans und du hast es abgefangen. Vorsicht direkt hier vorne. Hallöchen. Hallo, ich mag dich nicht. So. Hätten wir das schon mal geregelt. Er sagte, glaube ich, sowas wie, if you're faking it, I will irgendwas. So, letztens waren da hinten ganz viele Witzige. Aber ich erinnere mich, mindestens ein zweiter war hier noch irgendwie rum existieren. Also hier vorne war dieses Alarmdingens irgendwo. Das weiß ich noch. Ja, das war hinter der Hauptpalette. Also hier waren drei Leute drin. Eine hier vorne, einer weiter hinten und ich glaube noch ein Typ irgendwo. Ich öffne jetzt einfach mal das Ventil und mal schauen, was passiert. Rülp, 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 Alarm. Ja, ich meine, ne? Bevor wir jetzt hier werfen. Oder der Typ sieht das Gaswerf und geht direkt alarmmäßig los. Ja, das wollte ich sagen. Wenn er dabei nicht sieht, einfach abstechen gehen? Ja, ich schätze es. Ich hab ihn hier vorne. Das sind ja ganz viele, Hilfe. Ganz viele, sagst du? Ja. Hallo. Okay, sieht dich irgendjemand? Nee, gut. Was? So. Vor mir. Ohohoho. Nein, er hat das gehört. Nein, nicht lecken. Leck woanders, hör auf, nicht schießen. Vorhin hat einfach nur die Pistole rausgeholt und alle so, oh mein Gott, der hat die Pistole rausgeholt.
Er hat seine Pistole, also der hier vorne, der gerade eben, er hat seine Pistole gezogen. Er war kurz davor, den Anruf zu machen und dich und auf dich zu schießen. Und genau dann habe ich ihn gemessert. Oh, nice. Ja, das war gerade mega strange, Alter. Der eine Typ, der hat einfach nur so mit der Pistole irgendwo hingezeigt und der da hinten wusste sofort, oh mein Gott, da ist was. Ja, auch so, ich hab mir halt, also der eine ist hier rumgekommen, ich messer ihn, ich lege ihn hier hin. Der andere kommt rum, ich messer ihn, ich hab keine Zeit, ihn hinzulegen. Alarmtyp, rüberrennen und einfach. Und ja. Ja, aber hier wird ja das Sprinten richtig wichtig. Ja. Also das schnelle Sprinten. Ja, das stimmt. Voll ganz witzig, Alter, ich renn zu den neuen Typen hin, nur auf einmal so übelst die Lags. Ich hab übrigens wieder diesen einen Bug, dass hier hinten der Typ am Zaun den Marker hat. 24-7. Ah, fuck. Nee, ich werde aber nicht eventuell nicht hingehen und den Typen kaputt machen, aber naja, deswegen. Besser wär's. Ich meine, es ist zwar nervig, aber. Naja. Ja, ich glaube, wir müssen zum nächsten. Aber erstmal looten hier, liegen irgendwo Erkennungsmarken und sowas rum. Ah, ich will nicht, dass wir in Stockwerken. Ich würde so gerne diese scheiß Brief hier alle lesen, aber die Auflösung ist so blöd. Oder hier vorne ist eine Doc-Tag. Ah, weiter. Ich meine, wie fucking nice wäre das hier alles zu lesen, aber ich glaube, das ist Panzerkampfwagen, Maus, ach Gott, der Panzer, der in die Fuhr, lüll. Weil er zu schwer ist und meistens im Boden versank. Ja, echt deswegen? Ja, ja, da hatte Hitler doch immer ganz tolle Pläne, was er alles haben möchte. Und unter anderem Maus, ich glaube, Maus wurde tatsächlich noch umgesetzt, aber ja, wie gesagt, das Ding war einfach so schwer, dass es in den allermeisten Untergründen einfach abgesagt ist, weil, ja. Ja, das war dann wohl für die Straße, ne? Ja. Und hier ist eine Brechstange. Mhm. Dann gab es ja noch den schweren Gustav, so ein Artilleriegeschütz auf der Eisenbahn. Das ja, kam, glaube ich, laut Wikipedia 7-mal zum Einsatz. Der schwere Gustav war das? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es 7-mal oder ein bisschen mehr war, aber es war halt nicht so oft. Weil, ja, erstens musst du Bahnverbindung hinlegen, lol. Und zweitens, ich meine, hey, das ist ein fucking großes Ziel, was nicht gerade schwer zu treffen ist. Das war halt ein Zug. Ja. Ja, also was er bräuchte, wäre halt das Paar der Waggons. Es ist halt ein Hauptteil. So von wegen Defend the Point-mäßiges. Ja. Ja, keine Ahnung. Ja. Ich sag mal, er ist halt super auf eine große Range, aber. Wenn er dann halt in ein Panzergefecht kam, dann kann wahrscheinlich einer dann ein nächstbesser Panzer einfach von wegen, hey, ich hab jetzt auf dich geschossen und du bist jetzt kaputt. Ich meine, hast du mal die ganzen Zahnräder an der Seite von dem Ding gesehen? Ja klar, deswegen, das ist ja eigentlich super easy, das dann, ne? Ja, so, es muss nicht immer eine bestimmte Shell sein. Oder du hast all die Anhänger übersehen, ne? Oder echt? Ja, sorry. Macht ja nix. Ach, hier ist noch einer auf dem Stuhl. Ich sehe den nur so rumblinken und denk mir, oh. Blink, blink, blink. Ja. Ja, manche Sachen blinken einen wie blöd und manche ja nicht so und naja. Wahrscheinlich, weil die einfach nicht so oft blinken, Louis. Boah, wie mich das erschreckt hat mit Open the Gas Regulators. Ja, so ein bisschen. Oh Gott. Guck mal lang, eher die Treppe oder eher hier vorne? Warte, ich guck hier gerade mal, genau, was im Raum ist. Gerade mega Diesel-Zomplex, naja. Ich bin gerade mega suspicious, weil. Hier ist gerade keiner, aber dann traue ich nicht. Ja, die kommen wahrscheinlich alle angeschissen, sobald wir den Regler aufdrehen. Oh, Doc-Tag. Holy Smokes, hat er bei mir gesagt, yo. Ich kann es wieder nicht rein. Ja, ich würde dann mal am Regler drehen. Hallo. Ah, hier ist ein Enemy Spawn. Ja. Ich weiß, wenn man nicht durchlaufen kann. Wir sollten so höflich sein, abzuwarten, bis es dort eingetroffen ist. What the fuck? Wer spricht denn ja, so? Ja, ist doch so. Eventuell sprechen so? Besagte Personen derartig. Naja. Das halte ich für merkwürdig. Lul. Alte Sprachen sind alt. Ja, aber so doch nicht, Alter. Weiß nicht. Hattest du? Das weiß ich. Die Scharniere dieser Kiste haben mich angeblendet. Ich weiß nicht, ob das eine Reflexion ist oder ob das irgendwie nach dem Motto, hey, hier ist was. Ich glaube, das war eine Reflexion. Ja. Guck ich mal weiter hier. Ich bin deine Uhr. Aufstehen. Hey, das ist ja schon hinter dir, ne? Ich muss später nochmal in diesem Schuh aufstehen.
Ja. Und sonst wachse ich mit meinem Hintern, mit meinem fetten Hintern hier an. Ah, mit deinem fetten Hintern. Lol, Marker, bist du weiter? Ach, du bist noch weiter nach oben gegangen. Nein, nein, bin ich gar nicht, bin hier unten. Hä? Was sind das denn für Marker? Weiß ich nicht, ich hab keine Marker. Ich hatte oben gerade drei Marker gehabt, die auf... Okay, so viel dafür. Ich hatte oben gerade drei Marker, die aufgeblinkt sind. Okay. Ja, wahrscheinlich von wegen, hey, guck mal, jetzt... Ja, wir haben da vorne direkt um die Ecke Besuch. Vorsicht. Der Hölle, da unten ist noch einer? Ach ja, der schon wieder. Ja, komm rein, komm. Gib Kaffee und Kuchen. Und Sauerkraut. Ich frag mich, ob es auch solche Sachen gibt, wie von wegen Lure und so. Von wegen was? Ob man auch Gegner anziehen kann. Ja, einen Stein hinwerfen, das wäre nice. Von oh, Junge. Bei dir ist das ja so, du hast ja halt... Nevermind. Du hast ja so drei Zwischen... du hast ja halt so drei oder mehrere Tage, wo du halt ruhig einen verkacken kannst und dann hast du noch die anderen gespeichert. Aber wenn du hier verkackst, dann kriegst du ja direkt... Ne? Ja. Also Spaß an der Backen. Okay, der ist easy. Glaube ich. Ich gehe mal, ich wage mich mal. Ich meine, es kommt ja irgendwie keiner hier in diesen Raum hinein. In den Zwischenraum, meine ich. Komm mal mit rüber als Backup. Ja, das ist Hans Nummer 2. Was hast du denn mit der ist easy? Er ist eigentlich easy. Ich meine, du wartest, bis er da steht. Und dann, ne? Bis jetzt. Bis jetzt nicht irgendwas anderes kommt, aber bis jetzt kommt nichts anderes. Ah, da kommt er schon wieder angeschissen. Ja, na, nicht die Schrufe rausholen. Na, willst du ihn machen? Oh fuck. Geil. Hä? Als ob. Nein, er ist nicht hier. Fuck, Allein. Wie viele Leute uns gehört haben. Ja, aber wo ist der da hinten? Hä? Der ganz am Anfang. Oh, ja, zu spät. Ja, fuck. Fuck. Ah, oh, was so ein Bullshit. Der hat uns einfach durch mehrere Wände durchentdeckt. Ja, das war mega buggy, Alter. Außerdem wurden mega viele Leichen. Ich glaube, mein Spiel ist jetzt hängen geblieben. RIP. Ach nö. Warum? Hat sich mein Spiel gerade verabschiedet? Du läufst noch rum. Nee, es ist nicht dran. Vor allem mega viele der Leichen werden einfach noch markiert als, ich sehe was. Ja, das war mega merkwürdig, ey. Vor allem, wie viele Leute hier sind. Ja, als wir den hier umgestochen haben, haben auf einmal alle durch die Wand da was gesehen, ne? Warte ja, mal, kann so, es vielleicht sein? Einfach so ganz kaltenreißend in den Raum gestellt, dass einfach unten welche nachgespawnt sind und die dann gesehen haben, oh, eine Leiche. Obwohl, das war ja alles hier oben, kann ja eigentlich gar nicht. Also, ich hab halt gesehen, ich hab den Typen gemessert, er ist hingeflogen. Ja. Und wirklich, die Leute haben halt durch diese meterdicken Betonwände durchgesehen, da ist einer. Ja, ich ja. Ich meine, eine Sache, die logisch ist, was in Payday 2 auch schon Probleme gab, ist, manchmal waren, du hast halt Betonplatten praktisch, logisch gesehen, aus dem Spiel her. Und diese meterdicken Betonwände, die sind ja im Prinzip nur zwei ein bisschen weiter, also zwei Platten, die ein bisschen weiter voneinander weg sind. Holotext. Sagtext. Und die Sache ist, manchmal waren diese Platten halt nicht ganz aneinander und dazwischen war ein kleiner Spalt. Mhm. Ganz stumpf. Ja. Und ich hatte das mehrfach in Payday, dass ich einfach eine Situation hatte, dass die Guards einfach durch diesen Spalt durchgesehen haben und Dinge gesehen haben. Oder ein Kopf guckt da gerade durch oder irgendwas in die Richtung. Ja. Und ja, das hat halt dafür gesorgt. Ja, aber mega merkwürdig. Ich glaube, ich hatte das nie. Das hat halt dafür gesorgt, dass die Mission verkackt war. Also ich glaube, ich hatte das nie. Also zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, aber ja, naja, gut. Ja, also Ein bisschen scheiße. Ich weiß, ich habe so... Ich glaube, man kann das... Ja, doch. Ja, du kannst das ja nachsehen. Ich habe schon so die ein oder andere Spielstunde. Ja, ich auch, aber... Ne? Und ich habe hauptsächlich die Mission gemacht, wo man safen kann, also weil mir das mehr Spaß macht als dieses Geballer, weil das ist dann echt irgendwie ein Hardcore schwer. Ich sag mal, bei dem Geballer ist es ganz nice, dass man Musik hat. Ja, sicherlich, aber... Ich will jetzt gleich down. Ja, ich wollte die Gasregler halt gassen, vergasen, lol. Null Gasregler. Ja, den einen mussten wir ja halt noch öffnen und ja. Also mit Low HP ein Schloss knacken, um sich heilen zu können. Oh. Erstmal wieder 2 cm fallen. Ich hab Aua bekommen. Auch so eine Sache, dass wir hier oben die Gasteile aufmachen. Ich meine,
Also, weil Gas strömt ja nach oben, you know? Ja. Also irgendwo macht es Sinn, aber es sollte es nicht relativ schnell wegfließen. Ich weiß nicht. Naja. Muss man nicht verstehen. Vielleicht war das nicht irgendwie die Mission, wo wir mit der Flak schießen mussten? Ja. Ich meine, wir mussten eigentlich. Also, wahrscheinlich wurde ein Teil einfach geskippt. Escape, 15 Sekunden. Ja, ja. Also, ja, ich glaube, wir sollten einmal wegrennen. Ja. Also, wir letzte erstmal voll verquatschen und lalalala. Aber wir sind ja nicht direkt. Und dann in den letzten paar Sekunden dann rauskommen. Oh shit, ich bin über einen Holotech rübergesprungen. Naja. Hast du ihn? Nee. Oh, ich hab's noch jetzt gesehen. Ja. Ja, auf so einem grünen Stuhl war das Ding. Na, ich hab's aber trotzdem gesehen. Weißt du, der Fluchtmarker wird mir angezeigt. Ja. Naja. So in Payday wird dir jeder kleinste Scheiß angezeigt in diesem Spiel. Ja, geh mal los, du findest das schon. Oh Gott. Ohne Spaß, wenn Payday einem an irgendeiner Mission irgendwie dich zu einem Selbstmordgedöns leiten würde, ich glaube, ein Großteil der Spieler wird einfach hingehen und sterben. Yay, explodiert. Oh, hallo. Noch das Proof. Oh lol. Ganz viele Hanse-Männer. Hanse-Männer, lol. Die Hanse-Männer aus der Hansestadt. Ach Gott, mein Gott, wieder 2 Zentimeter gefallen. Oh, das war ja, richtig noch gut, wie du erstmal in der Luft hängst und dann erst das letzte oder ein Stück fällst. Das sollten sie echt mal irgendwie noch irgendwie überarbeiten. Hm. Hey, time to say goodbye. Okay, wir haben Semi-Stealth geschafft, ist ja auch schon mal ein Anfang. Semi-Stealth. Wir haben es die Hälfte hochgeschafft, dann gab es einen Bug und dann haben wir es verkackt. Also wir haben Stealth geschafft, die KI hat es nicht Stealth geschafft. Nicht unsere Schuld. Lol. Ah, verdammt. Was ist mit Easy Kill? Er war ein Easy Kill, aber seine Kollegen da hinten dachten sich, ja, hey, wir haben Spider-Senses. Alle Leute sind Easy Kills, aber ihre Kollegen. Was ist das für eine dumme Übersetzung? Dieser Adjutant sagt Hitler und im Untertitel steht Feldmarschall. Was? Er ruft Eva? Er ruft Eva und im Untertitel steht Gertrud? Was haben die denn gekifft? Richtig gut. bei dem Typ, also ich hätte jetzt. Oh nein. Oh, wie hab ich 100. Achso, Schrot, ja, okay. Cheater. Ah ja. Lull. Gut. Ja, ich hab 14 Doc-Tags gesammelt. Also wir haben 14 Doc-Tags gesammelt. Ja. Und 100. Von Nice Death Award, whoop-de-doo. Experience-Bonus. Du kriegst aber mehr XP als ich, was für ein Hacker. Hacke die Hack. Und was ist bei dir im Hintergrund am Rödel? Ja, ich weiß. Rödel die Rödel. Just saying. Und es regnet. Das ist nice. Nice. Sollte ja angeblich nicht mehr ruhig. Aber ich glaube, bei dem Kon. Ja, gut, so, dann hätten wir das auch mal wieder geschafft. Am Anfang hätte es regnen sollen.